Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die relativ frisch veröffentlichte Stadtwerke-Studie 2021 von EY, formerly known as Ernst & Young und BDEW, also der Branchenverband BDEW macht das dann schlussendlich, ist Auftraggeber und möchte hier dafür sorgen, dass praktisch eine Zusammenfassung der Stadtwerke-Zustände in der deutschen Energiewirtschaft jedes Jahr veröffentlicht werden. Und hier ist das dann jetzt auch wieder geschehen. Soweit mir dann auch der Download-Link nochmal vorliegt von EY, ich glaube, die haben das umgebaut auf ihrer Suche auf der Webseite, werde ich das natürlich unten in der Videobeschreibung nochmal verlinken. Das ist praktisch eine Art Reaction. Ich werde jetzt das erste Mal auch komplett so durchgehen. Hoffentlich jetzt nicht zu lang machen. Nur mal kurze Info, warum wir nicht weitere Reactions auf Videos gemacht haben, obwohl das hier mal angekündigt war. Beim letzten Mal konnte ich das Video gar nicht erst veröffentlichen, weil direkt der YouTube-Algorithmus gesagt hat, nein, das ist urheberrechtlich geschütztes Material. Und leider haben auch selbst einige öffentlich-rechtliche Sender es komplett verhindert, dass man auf YouTube eine Reaction machen kann. Und auch auf meine Kontaktaufnahme gab es keine Reaktion. Also muss ich nochmal testen und rausfinden, bei welchen ich das überhaupt machen darf, ohne dass es direkt gesperrt wird, weil ich sonst einfach Zeit verschwende und das wollen wir alle nicht. Also heute eine Reaction auf EY und den BDEW. Da hoffe ich mal, dass da kein Strike kommt, sondern dass sie es sogar ganz gut finden, wenn wir ein bisschen über diese Studie sprechen, denn ist natürlich super interessant. Schon die Überschrift zusammen in die Zukunft, das ist natürlich auch genau einer der wichtigen Punkte. Das alleinige Aufstellen des alleinigen Energieunternehmens, das Stadtwerk kann alles selbst. Das ist ja von gestern. Ne? Also wir müssen entlang der Digitalisierung sowieso alle mehr zusammenarbeiten und schauen, was machen die anderen schon gut und erfolgreich, wie können wir davon lernen. Was können wir davon selbst machen? Wie können wir helfen? Und so weiter. Und vor allem steht hier nochmal ein weiterer wichtiger Punkt. Wie Stadtwerke und Kommunen gemeinsam Klimaneutralität, Digitalisierung, ganzen Themen, Geschäftsmodelle erfolgreich umsetzen können. Und jetzt klingt das erstmal komisch, weil ein Stadtwerk ist natürlich irgendwie auch die Kommune, ne? Also gehört im Regelfall der Kommune, aber wir haben natürlich auch trotzdem eine Trennung zwischen dem Stadtwerk als dem Unternehmen und der Stadtgesellschaft, als dann zum Beispiel auch der Stadtverwaltung, aber auch vielleicht noch anderen Unternehmen innerhalb also der öffentlich-rechtlichen Struktur, die nicht zum Stadtwerk selbst gehören. Und da wird es dann besonders interessant, wenn wir über eine Zusammenarbeit sprechen wollen. Und nach diesem schönen Titelbild geht es dann in das Inhaltsverzeichnis, Einleitung, schon hier Klimaziele als Chance, Dekarbonisierung, Digitalisierung und Corona. Natürlich die Themen, die aktuell am meisten bewegen. Und dann die Kapitelstruktur. Versorger als natürlicher Partner der Kommunen, relativ klar. Energie, Wärme und Verkehrswende, auch ganz natürlich wichtig. Die Entscheidungen, die jetzt zu treffen sind, vor allem auch entlang dieses Oberbegriffs der Dekarbonisierung. Wie schaffen wir es, eine Sektorenkopplung zwischen diesen Sektoren hier auch hinzubekommen, die alle stromgeführt aufzusetzen und diesen Strom dann auch noch erneuerbar zu produzieren, damit wir eben eine möglichst saubere Energieversorgung und auch die restlichen Aspekte hier umsetzen können. Potenziale und Hindernisse, ja, also was begleitet uns eigentlich währenddessen? Ergebnisse für Österreich, ja, das kann auch interessant sein. Und ein Fazit zusammen in die Zukunft. Natürlich geht es auch nur zusammen. Und dann haben wir vor allem in diesen Studien auch wirklich interessante Grafiken und auch wir werden uns weitestgehend darauf konzentrieren. Ich lese euch ja jetzt hier keine diversen Seiten an Studien vor. Wichtig ist hier schon mal, wer hat eigentlich an dieser Studie teilgenommen? Und über die Hälfte der teilnehmenden Stadtwerke sind natürlich die relativ kleinen Stadtwerke mit 20.000 bis 50.000 Einwohnern vor Ort. Das sind also die kleinen bis mittelkleinen, die aber natürlich auch die größte Menge von diesen Stadtwerken überhaupt ausmachen. Deswegen sind die auch hier, sag mal, überrepräsentiert. Wahrscheinlich sind sie sogar zu Recht in der Form repräsentiert. Und diese Interviews, die dann hier gemacht wurden, dauerten im Schnitt 50 Minuten. Das heißt, hier wurde im Januar und Februar des Jahres doch relativ ausführlich auch mit diesen Häusern gesprochen. Von daher können wir mit diesem Fragebogen und vor allem mit den Ergebnissen aus dem Fragebogen doch ein ganz gutes Stimmungsbild auch aus den diversen Stadtwerken dann wiederfinden. Gehen wir mal ein bisschen weiter rein. Also Deutschland soll früher klimaneutral werden. Es sollen 50% weniger CO2 natürlich jetzt hier erreicht werden bis 2030. Und das ist jetzt natürlich nochmal schon deswegen eine interessante Zielsetzung, weil sie sich wieder ändern kann. Wir haben ja jetzt eine Bundestagswahl. Ich nehme das Video ungefähr nicht ganz zwei Wochen vor der Bundestagswahl, anderthalb Wochen davor. Es kann natürlich passieren, dass wir dann nachher eine Bundesregierung stehen haben, die auch sagt, deutlich schneller, deutlich mehr
Kann passieren, muss nicht, aber es sind dann auch wirklich nur so ein Mindestziel, mit dem man heute schon arbeiten muss. Und es wird eher noch radikaler, eher noch progressiver, was insgesamt gut ist für unser aller Leben und Überleben und auch vor allem für unsere Kindeskinder. Ne? Nicht unwichtig. Hier schon mal eine interessante Frage. Zukünftige Entwicklung von Dienstleistungen für die Stadt, die Kommune. Erwarten Sie, dass Ihr Unternehmen zukünftig eher mehr derartige Dienstleistungen für die Stadt, Kommune übernehmen wird? Eher mehr. Das heißt, die Stadtwerke gehen davon aus, ich gucke mal, ob ich hier weiter ranzoomen kann ein bisschen für euch. Ja, so richtig geht das nicht. Ne? Das ist ärgerlich. Ich gucke mal, ob ich das hier so machen kann. Moment. Na, so richtig nicht. Schade. Wir kriegen es noch irgendwie hin. Derartige Dienstleistung heißt ja jetzt wirklich CO2-Einsparung, irgendwie dafür sorgen, dass tatsächlich die Stadt selbst sauberer wird, dass sie dann auch sauber bleibt, dass wir Möglichkeiten dafür finden, um eben tatsächlich möglichst schnell in diese Einsparung zu kommen, über meinetwegen auch Energieeffizienzmaßnahmen sowieso weniger Energie zu verbrauchen, über mehr Erneuerbare das Ganze sauberer zu gestalten, über irgendwelche Möglichkeiten von CO2-Abscheidung, das vielleicht auch gleich noch abzufangen. Mal schauen. Mobilität ist dabei eines der ganz zentralen Themen und gerade in Städten ist Mobilität natürlich ein ganz entscheidendes Thema, weil wer in einer Großstadt wohnt, wird es schon an der mindestens subjektiven Feinstaubbelastung merken. Irgendwie macht der Verkehr natürlich was mit uns allen. Und auf dem Land ist es ein bisschen weiter verteilt und da ist auch Verkehr nochmal auf eine andere Weise, Individualverkehr auf eine andere Weise wichtig. Aber in der Stadt selbst können wir auf jeden Fall natürlich Einsparungen in unserer CO2-Bilanz schaffen, indem wir den Verkehr anders organisieren. Und nicht jeder kann darauf verzichten, sein Auto zu fahren. Natürlich nicht, aber wer es dann doch irgendwie kann, der soll eben die besten Angebote bekommen aus öffentlichen Personennahverkehr zum Beispiel und irgendwelchen Carsharing, Ridesharing-Angeboten und so weiter. Auch Homeoffice kann damit reinspielen oder andere Coworking-Möglichkeiten. Also es gibt viele Ansätze, wo eine Stadt schlussendlich die Rahmenbedingungen schaffen muss und das Stadtwerk natürlich der Infrastrukturdienstleister ist. Das Stadtwerk ist immer der Infrastrukturdienstleister und da muss natürlich auch ein Ergebnis irgendwie herkommen. Schauen wir mal. Wichtige Themen und Fragestellungen für das Jahr 2020. Ganz vorne mit 77% Dekarbonisierungsthemen. Also Digitalisierung, Umwelt- und Klimathemen, E-Mobilität, Fernnahmeversorgung, Dekarbonisierung, CO2-Abgabe. Also das Wichtigste überhaupt ist tatsächlich die Energiewende an sich. Das bewegt die Stadtwerke am stärksten. Und erst auf Platz 2, und das ist für das Jahr 2020 schon herausragend wichtig, kommt Corona. Auswirkungen der Corona-Pandemie. Das ist interessant. Dann Optimierung der Prozesse und Orga, Themen außerhalb des Strom- und Energiebereichs, Einführung und Verbesserung von Produkten, Aufbau neuer Geschäftsfelder nur bei 9%, was ich fraglich finde, weil viele Stadtwerke müssen sich immer noch neu erfinden und nur 8% sagen auch noch Netzausbau, Netzsicherheit, was ich auch fraglich finde, weil zumindest Netzsicherheit ist jetzt gerade in diesem Jahr mit Redispatch 2.0 ja auch schon in der letzten Zeit drohend gewesen, aber wahrscheinlich hat man sich darauf ausgeruht, dass es ja erst 2021 kommt. Naja, aber zumindest Energiewende an sich, Dekarbonisierung auf Platz 1, Corona nur auf Platz 2, ist doch schon mal ganz interessant. Erwarteter geschäftlicher Erfolg. Die meisten Unternehmen sagen, ja, das wird schon irgendwie laufen. Und 44% sind so bei ja, mittelmäßig 3 und ganz wenige sagen, es läuft eher schlecht. Also der hauptsächliche Teil sagt ganz okay und ja, mittelmäßig. Das ist interessant, weil dann hat auch Corona irgendwie nicht so wirklich nachhaltig schlechter gestellt. Die Digitalisierung macht das Leben nicht schlechter. Die Energiewende macht das Leben nicht schlechter. Also den Stadtwerken scheint es insgesamt gut zu gehen oder die haben sich zumindest mit ihrer Situation abgefunden. Finde ich natürlich ganz spannend. Fragen, mit denen sich Stadtwerke aktuell auseinandersetzen und das auch im Vorjahresvergleich super erhellend. Digitalisierung, 6% ein bisschen mehr als im Vorjahr. Optimierung interner Prozesse, deutlich mehr als im Vorjahr. IT-Sicherheit, deutlich mehr als im Vorjahr. Wir hatten ja auch so ein paar Angriffe auf Stadtwerke, 2020 und auch 2021, von daher. Ja, natürlich. Es wird auch mehr Leuten bekannt. Naja, allein wenn ich jetzt schon auf einen Anhang aus einer E-Mail draufklicke und auf einen Link, der auf www.virus.de geht, dann ist das wahrscheinlich nicht gut. Ja, könnte ein Problem sein. Ja, und immerhin kommt das jetzt immer stärker in die Köpfe und ja, mal schauen, was daraus wird. Aber
Es ist entlang der weiteren Digitalisierung natürlich auch entscheidend wichtig. Gewinnung von qualifizierten Mitarbeitern um 2% zurückgegangen. Finde ich bedenklich, aber okay. Ich merke es übrigens nicht. Also ich, mit, gut, die Häuser, die sich mit mir unterhalten, die wollen ja sowieso, also und für die ist es immer sehr, sehr wichtig. Smart Metering um 1% zurückgegangen. Finde ich auch interessant. Aber 2020 war ja auch noch nicht so viel passiert. 2021 gab es dann ja viele Herausforderungen, wobei wir am Jahresanfang, es waren ja die Interviews Januar und Februar, ja eigentlich noch nicht so viel negatives Bild hatten. Oder, wer weiß, warum das jetzt weniger wichtig ist. Aufbau neuer Geschäftsfelder um 2% hochgegangen, so insgesamt auch nur sehr, sehr bedingt wichtig. Also irgendwie bewegen sich die Stadtwerke nicht so richtig, ob sie nach vorne, die sind sich bewusst, ja, Digitalisierung und Optimierung müssen wir alles machen, aber sie machen es gar nicht. Ne? Liest man so ein bisschen heraus. Augenscheinlich zumindest. Weiter geht's. Relevanz von Technologien und Instrumenten der digitalen Transformation. Super interessant. Platz 1, Smart Metering. Mit ein bisschen wachsender Bedeutung. Na, immerhin. Cyber Security auf Platz 2 ungefähr gleich geblieben. Dann erstmals so aufgeführt Zugangsnetze. Unter anderem LoRaWAN, Narrowband IoT, also Internet of Things und die 450 MHz Frequenz. Sehen 69% als absolut relevantes Thema. Und das ist natürlich, oder die Wertung, die Gewichtung sagt 69%, das ist ein wichtiges Thema. Finde ich natürlich gut, weil auch diese ganzen Infrastrukturthemen die Grundlage für weitere Geschäftsmodelle sind. Ja, also Narrowband, IoT oder LoRaWAN sind natürlich auch die Grundlage für Smart City Anwendungen, die die Stadtwerke jetzt unbedingt ja auch an den Markt bringen müssen, auch wenn sie es oftmals noch nicht wirklich tun, aber sie müssen sich dran halten. Ist komischerweise davon separiert, dass IoT an sich, also das Internet of Things an sich, das hat natürlich auch unmittelbar etwas mit den Zugangsnetzen zu tun. Ich weiß nicht, ob man es unbedingt so trennen muss, vor allem weil auch danach nochmal die Plattformen aufgeführt werden, wo ja auch Internet of Things gleich mit reingeht. Und Plattformen werden zumindest auch als wichtiger betrachtet als im Vorjahr. IoT an sich auch als deutlich wichtiger betrachtet. Ja, vielleicht, weil man jetzt ein paar mehr Sensoren auch mal rausbringen möchte und mal was damit machen möchte, Daten irgendwie interpretieren möchte, kann ja sein. Aber insgesamt sehe ich da viel zu wenig Bewegung, viel zu wenig konkrete Ergebnisse. Kapitel 1, Versorger als natürlicher Partner der Kommunen. Naja, natürlich, ist ja klar. Also, gerade das Stadtwerk vor Ort ist ja der offensichtliche Partner der Kommune. Was sind wesentliche Prioritäten kommunaler Leitungsgremien? Langfristige Sicherstellung der Attraktivität der Stadt. Ja, ja, das hört man immer auch von Bürgermeistern und anderen Menschen. Ja, ja, Attraktivität der Stadt. Ist schon klar, ist schon recht. Erhalt und Ausbau der wirtschaftlichen Entwicklung. Ja, das ist klar. Es ist irgendwie alles so Pseudo-Attraktivität. Ja, okay. Sicherstellung einer soliden Finanzierung. Aha. Nur 75% finde ich interessant, weil natürlich das Stadtwerk im Regelfall immer noch der Geldtreiber ist. Digitalisierung der Verwaltung. Da können natürlich der Infrastrukturanbieter Stadtwerk, der ja sowieso Digitalisierungstätigkeiten ganz anders angehen kann als eine Verwaltung, eigentlich kann der das ganz zentral vorantreiben, ist aber hier auch nur auf Platz 4 mit etwa 68%. Naja, weiß nicht. Bereitstellung und Modernisierung ausreichenden bezahlbaren Wohnraums. Ja, Wohnraum ist oft ja aber auch in einer anderen Stadtgesellschaft, wenn es das überhaupt gibt. Oder Wohnungsbaugenossenschaften machen das dann eben. Stadtwerk ist dabei natürlich trotzdem der Infrastrukturanbieter, der die Modernisierung vorantreiben kann und ja das auch vielleicht noch begleiten kann dann über ein Mieterstromprojekt oder ähnliche Ansätze. Ist hier auch relativ abgeschlagen. Genauso Umsetzung der Energiewende, einschließlich der Dekarbonisierung, nur 54%. Es ist keine Priorität kommunaler Leitungsgremien. Super spannend. Bereithaltung und Ausbau ausreichender Bildungsangebote, noch weiter abgeschlagen. Ja, auch da kann ein Stadtwerk natürlich mit der Mitarbeiterschar, mit sowieso gegebenen Mitarbeiterentwicklungsprozessen eigentlich auch super aushelfen. Aber anscheinend ist das nicht so prioritär. Ja, gehen wir mal weiter, bevor ich noch desillusionierter sein werde. Politischer Druck als Haupttreiber für Aufgabenübernahme. So, Umsetzung der Energiewende, einschließlich Dekarbonisierung, hier aber ganz weit vorne. Ja, interessant. Ladeinfrastruktur, solide Finanzierung, Mobilitätslösungen, aber dann schon wieder abgeschlagen. Ne? Nachhaltige dezentrale Erzeugungsinfrastruktur, noch weiter abgeschlagen. Und das verstehen auch anscheinend wieder die Stadtwerke und auch die Stadtgesellschaften nicht. Diese dezentrale Erzeugungsinfrastruktur direkt vor Ort ist doch das Entscheidende, was auch die Grundlage für zukünftige Geschäftsmodelle darstellt. Ich verdiene doch nicht mit Energieversorgung Geld.
Das ist doch vorbei, Leute. Ich verdiene doch langfristig damit Geld, den Kunden an mich zu binden mit zum Beispiel einem Installationsvertrag, Wartungsvertrag, Abrechnungsvertrag, Managementvertrag für zum Beispiel dann die Solaranlage auf dem Dach, für den Speicher im Keller, für das Elektromobil und eben alles, was drumherum noch läuft, mit dem Smart Meter Ring und zwar auch noch, da kümmere ich mich drum. Da liefere ich dem Kunden Komfort. Und dann ist das für den wie Netflix und Amazon Prime und Disney Plus. Da gibt man ja auch Geld für alles aus, damit man den Komfort hat, alles nutzen zu können. Wenn mein Stadtwerk mir ernsthafte, wichtige, tolle, komfortable oder sicherheitsbringende Dienstleistungen bieten kann, dann zahle ich doch dafür. Dann ist das doch das Geschäftsmodell von morgen. Und anscheinend wird das hier einfach nicht ernst genommen. Naja, Dekarbonisierung des Gebäudebestands, ganz weit abgeschlagen, was aber natürlich fast schon Numero Uno auch für ein Stadtwerk sein sollte, weil natürlich die ganzen öffentlichen Gebäude schrecklich schlecht immer gedämmt sind und meistens auch noch irgendwelche Energielieferansätze aus den 90er Jahren durchgezogen sind, haben wir an vielen Stellen gesehen. Da ist so viel Modernisierungspotenzial, ist aber nicht ernst genommen. Erhalt und Ausbau der wirtschaftlichen Entwicklung der Region, hier wieder ganz weit abgeschlagen, also naja gut, gehen wir mal weiter, ich bin hier sonst wirklich irgendwann desillusioniert. Umsatz mit kommunalen Organisationen 0-25%. Die meisten sagen also, naja, mit kommunalen anderen Organisationen, also Stadtgesellschaft, Wohnungsbaugenossenschaften oder anderen Immobiliengenossenschaften oder Gesellschaften der Kommune und Co. machen wir weniger als ein Viertel unseres Gesamtumsatzes. Ist jetzt aber auch nicht unrealistisch, ne? Ist klar. Das meiste passiert mit unmittelbaren Endkunden. Potenzial für weitere Geschäftsfelder mit Kommunen. Jetzt wird es interessant. Das ist ja auch Smart City, das ist unmittelbar Smart City. Platz 1, Straßenbeleuchtung. Okay, Straßenbeleuchtung, ja natürlich, aber Straßenbeleuchtung ist eher einerseits die Modernisierung mit effizienten LEDs und dann vor allem der wirklich bedarfsorientierte Einsatz entlang praktisch Sensorik und nur dann richtig hochfahren die Beleuchtung, wenn jemand auch wirklich langläuft. Umsatz ist da jetzt weniger, aber vor allem Einsparungsmöglichkeiten sind da natürlich gegeben, von daher. Naja, okay, warum ist das so auf Platz 1 steht, weiß ich auch nicht. Ausbau Elektromobilität auf Platz 2, ja, gönn ich. Quartiersentwicklung dann nur auf Platz 3, finde ich komisch, weil Quartiersentwicklung ist genau das Thema, wo natürlich auch ein Geschäftsfeld draus wieder ein Geschäftsfeld entstehen kann. Microgrid, Quartierskonzept, Nachbarn miteinander vernetzen. Wie gesagt, Solaranlage dort, Solarthermie noch dort, da noch ein Mini-Blockheizkraftwerk, dort noch ein Speicher, alles irgendwie schön vernetzt, alles schön miteinander arbeiten lassen und gegenseitig ausgleichen lassen und dafür Geld verlangen, dass man denen das managt. Das ist ein Geschäftsmodell, keine Frage. Und das können die Stadtwerke alles. Das ist alles einzeln ein Thema, was jedes Stadtwerk sowieso macht. Schwierig, wirklich schwierig. Ausbau, Breitbandversorgung, ja, ist ein Dauerthema. Ist aber wenig Geschäftsmodell dahinter. Betriebsführung öffentlicher Liegenschaften und Facility Management relativ weit hinten. Ja, das ist auch endlich das Thema. Ne? Also es gibt ja nicht endlos viele öffentliche Liegenschaften, wo noch richtig Geld dahinter steckt, dort irgendwas zu übernehmen. Klar, weiter geht's. Smarte Straßenbeleuchtung ist auch ein möglichst neues Geschäftsfeld mit Kommunen. Puh. Es werden auch noch multifunktional in Form von Ladestationen für E-Mobile. Ja, ist ja alles recht. Und dahinter könnte dann auch das Geschäftsmodell stehen. Aber dann ist es ja streng genommen kein Geschäftsmodell mit Straßenbeleuchtung, sondern ein Geschäftsmodell mit Ladestation. Naja, aber okay, ich will jetzt nicht zu frech werden. Maßnahmen für erfolgreiche Projektrealisierung, gute Kommunikation. Ja, Hauptproblem bei vielen Häusern ist keine Frage. Gemeinsame Projekte. Mit welchen Maßnahmen ist es Ihnen gelungen, erfolgreich Projekte mit der Kommune zu realisieren? Gemeinsame Projekte. Wow. Ich verstehe die Antwort nicht. Also, ja, natürlich kann es überhaupt nur erfolgreich ein gemeinsames Projekt sein, wenn es ein gemeinsames Projekt ist. Aber okay. Okay. Enge Zusammenarbeit, gute Kommunikation ist klar. Die Leute müssen miteinander reden. Auch wenn hier, glaube ich, die 8% müssten ja eigentlich hier dargestellt sein. Ich glaube, das ist die Größe von 6%. Also persönliches Engagement ist irgendwo hier weiter hinten. Gemeinsame Nutzung von Förderprogrammen, ja. Es geht im Regelfall wohl nicht ums Geld, es geht halt wie so oft darum, dass wirklich Leute miteinander arbeiten und Dinge vorantreiben. Naja, okay. Aber ich verliere mich. Ich verliere mich hier in meiner Skepsis ob vieler Angaben. Welche nachfolgenden Felder haben den größten Hebel zur Umsetzung der Dekarbonisierung? Wärmeversorgung auf Platz 1, kluge Antwort. Stromerzeugung 100% erneuerbare, kluge Antwort.
Verkehrswende, kluge Antworten. Energieeffizienz und smarte Technologien auf Platz 4. Naja, Energieeffizienz bringt schon relativ viel, weil wir immer noch viel zu viel Strom und Wärme vor allem verbrauchen. Brauchen wir gar nicht. Brauchen wir nicht. Aber das ist meistens nicht ganz so sexy wie neue Technologien. Ne? Energiespeicherung weit abgeschlagen, gehört aber ganz unmittelbar zu den ganzen Themen dazu. Wir müssen Energie natürlich speichern können. Synergiepotenziale, vor allem mit Wohnungswirtschaft, macht auch Sinn. Genau da Mieterstromansätze, Quartiersentwicklungsansätze und so weiter. Smart Metering, Submetering, Smart City-Ansätze gehen genau dort. TK, also Telekommunikationsinfrastruktur, ist auch zurückgegangen im Vergleich zu Vorjahr. Sehe ich auch so, das ist ein bisschen ausgelutscht. Wärmeindustrie, nicht so besonders viel. Handwerk vor Ort, neu aufgeführt, ist aber natürlich entscheidend wichtig, um genau diese ganzen dezentralen Ansätze, diese Wartungen, diese ganzen Verträge möglich zu machen. Technologie und so weiter, also ist alles sehr weit abgeschlagen danach. Wirtschaftliche Perspektiven durch die Dekarbonisierung, vor allem natürlich mit der Wohnungswirtschaft, keine Frage. Sonderprojekte kommunal, weiß ich auch noch nicht, was es genau bedeuten soll, Sonderprojekt. Die ganzen anderen Arten von kommunalen Einrichtungen sind ja auch aufgeführt, wie eben die Büros und Verwaltungsgebäude und so weiter. Wer weiß, was kommunale Sonderprojekte sind, die scheinen auch wichtig zu sein. Geschäftsfelder mit größter Konvergenz. Und das finde ich immer so geil. Bei welchen Geschäftsfeldern ist aus Ihrer Sicht die größte Konvergenz zu erwarten? Das heißt, bei welchen Produkten und Leistungen wachsen Sektoren am meisten zusammen? Hätte man das nicht so sagen können? Geschäftsfelder mit dem größten Zusammenwachsen von Sektoren. Aber okay, Konvergenz. E-Mobilität, Quartierskonzepte, dezentrale Stromerzeugung, Wärme, Smart Metering, TK. Kann ich soweit verstehen. Weitere Geschäftsfelder mit Kommunen, Straßenbeleuchtung und Co. geht alles gut voran. Ich scroll jetzt mal ein bisschen nach vorne, weil tatsächlich ich sonst irgendwann demotiviert bin. Fazit, zusammen in die Zukunft. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Stadtwerke und Co., und da ist es auch schon vorbei, müssen mit der Stadtgesellschaft zusammenarbeiten, müssen mit Dienstleistungen vor Ort zusammenarbeiten. Handwerk war hier plötzlich ganz neu plötzlich entdeckt worden als Partner vor Ort. Verstehe ich auch nicht. Ich bin ja gerade ein bisschen zynisch, aber vielleicht auch zu Recht. Weil der Zustand der deutschen Energiewirtschaft entlang einer Weiterentwicklung, Digitalisierung, Energiewende und Co. irgendwie miserabel ist. Und manchmal muss man auch mal ein bisschen herausdrücken, dass das alles nicht so ganz zufriedenstellt. Und ich weiß nicht, ob es gerade an mir liegt, weil eigentlich geht es mir gut. Und wir haben auch gerade viel zu tun, deswegen gibt es auch wenig Videos, wir haben viel zu tun. Tut mir auch immer leid, dass wir nicht so viel posten, aber die Zeit fehlt tatsächlich. Ich wollte jetzt mal diese Studie soweit mal ein bisschen auseinandernehmen. Einfach soweit gesagt, es ist relativ offensichtlich, was da drin steht, und ein paar Sachen verstehe ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wer da jeweils geantwortet hat und ob seit vielleicht auch Jahresbeginn, als Interviews durchgeführt wurden, vielleicht auch eine Stimmung sich geändert hat, aber an sich stellt mich nicht zufrieden, was hier in der Studie als Bild wiedergespiegelt wird. EY kann da wahrscheinlich wenig dafür, die haben ja nur die Studie durchgeführt, sondern hier frage ich wirklich, liebe Energiewirtschaft in Deutschland, könnt ihr mal bitte aufwachen, die Digitalisierung, die läuft, die Energiewende, die läuft. Verschlaft das Ganze nicht. Rafft doch mal, was die neuen Geschäftsmodelle sind, die ihr jetzt schon längst hättet aufbauen müssen. Und bitte spätestens jetzt anfangen. Okay. Stimmung ist gut. Stimmung ist gut. Das ist so das Entscheidende. Also, das war's dann soweit. Da sind wir auch schon am Ende der wunderbar hübschen Stadtwerkstudie angekommen. Habt ihr grundsätzlich Fragen zu den ganzen Themen? Seid ihr ähnlicher Meinung wie ich oder ganz anderer? Gerne unten in die Kommentare schreiben. Wir sind jetzt auch wieder dabei, halbwegs auf die Kommentare zu achten und darauf zu antworten. Ich hole auch noch ein paar nach. Keine Sorge, kriegen wir hin. Okay, das war's soweit. Bitte Daumen nach oben, abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Glocke aktivieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst, denn es wird immer noch Videos geben, keine Sorge. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.